Jubiläumsstaffel, Promi-BB-Finale fährt Quoten ein. Promi-Big Brother lockt die Zuschauer vor den Bildschirm. Gestern endete die Jubiläumsstaffel der Show und die Finalisten durften nach 20 Tagen Isolation endlich wieder in die Freiheit ziehen. Am Ende konnte sich Ex-Kickboxer Rainer Gottwald, 56, gegen Michaela Schäfer, 39, Sam Dillon, 31, und Menderes, 38, durchsetzen und die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Show war aber auch für den Sender ein voller Erfolg. Die Quoten des Finales übertrafen die der vorherigen Folgen laut Quotenmeter nämlich deutlich und kamen auf den besten Wert seit der Auftaktshow. 31 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Gesamtmarktanteil von 6,2% entspricht. Bei den 0,43 Millionen jungen Zuschauern konnte sich eine richtig hohe Quote von 9,2% gesichert werden. Die Staffel des Vorjahres war allerdings mit noch höheren 7,1% Gesamtmarktanteil zu Ende gegangen. Auch Promi Big Brother, die Late Night Show, konnte noch viele Fans vor dem Bildschirm halten. 0,57 Millionen schauten zu, was den Marktanteil sogar nochmal auf 8,4% wachsen ließ. Bei den Jüngeren waren es sogar enorm starke 12,8%. Die anschließende Doku von Jeremy Fragrance, 33, konnte jedoch mit mauen 3,1% nicht überzeugen.